Was für eine kleine Flasche Fanta. Ist ja nur so groß wie mein kleiner Finger. Und ich habe eine mittlere Flasche Fanta. Ist genug für mich. Oh, wow. Oh ja, ich habe eine riesige Flasche bekommen. Da freue ich mich. Leute, seid nicht neidisch. Mike, beginn. Okay, lass mal probieren. Hey, wieso kommt da nichts raus? Ach so, das ist ja keine Limo. Das ist ein Honiggelee mit Fanta-Geschmack. Wetschen wir mal aus. Mh, wie lecker. Richtig schön süß. Oh Mann, ich hab nichts mehr. Kann ich jetzt weitermachen? Natürlich. Super. Probieren wir mal dieses Honiggelee. Oh, wie cool ist das denn? Das sieht so appetitlich aus. Und so süß. Ich will mehr davon. Lecker Schmecker. Oh, da ist noch ein bisschen drin. Na komm schon, komm raus. Ah, ich habe eine Idee. Ich mach's mit dem Finger. Oh nein, er steckt fest. Mike, hilf mir. Na komm schon. Ups, tut mir leid. Wollte ich nicht, Marie. Ist alles in Ordnung. Mia, bist du noch da? Ah ja, tatsächlich. Ich bin jetzt dran. Mm, wieso kommt da nichts raus? Leute, könnt ihr mir vielleicht helfen? Ja, okay. Wir werden mit Marie quetschen und du probierst was. Na los. Oh ja, wie lecker ist das denn? Wartet, wartet, wartet. Das geht viel zu schnell. Ich sehe nichts. Hört auf. Na, gefällt's dir? Oh je. Ich habe noch nie was Besseres probiert. Danke für eure Hilfe. Was für ein kleiner Schokoriegel. Damit kann ich noch eine Puppe füttern. Und ich habe eine mittlere Schokotafel. Wow, ich habe noch nie so eine große Tafel Schokolade gesehen. Ich bin unheimlich glücklich. Oh, eure Portionen sind so klein. Marie, du kannst beginnen. Ja, okay. Wartet mal, ich habe mir was einfallen lassen. Ich habe eine kleine Puppenküche. Also, ich mache mir gleich Kakao. Dafür nehme ich mir einen kleinen Topf und schmelze meine Schokolade darin. Schön umrühren, damit nichts anbrennt. Und jetzt kippe ich da ein bisschen Milch hinein. Super! Jetzt nehme ich mir eine klitzekleine Tasse. Da kommt jetzt mein Kakao rein. Oh, das sieht so appetitlich aus. Ich kann es kaum erwarten, was zu probieren. Mm, riecht herrlich. Und schmeckt total gut. Mm, zu schade, dass hier nichts mehr übrig ist. Hör auf, mich auszulachen, Mike. Jetzt bist du dran. Mm, das mache ich gerne. Ich werde gleich die ganze Tafel aufessen. Mm, das war's auch schon. Ich habe keine Schokolade mehr, aber ich will mehr. Fass es ja nicht an, das ist meine Schokolade. Und ich brauche keine Hilfe. Also ein paar Karategriffe. Ja. Und schon mache ich mir ein kleines Schokohaus. Oh ja, ich bin ein echter Architekt. Ach, ihr braucht nicht zu applaudieren. Mm, und jetzt kommt das Beste. Ich beiß da rein. Ich krieg einfach nicht genug davon. Mega lecker. Hey, Mia, willst du vielleicht mit uns teilen? Okay. Ja, okay. Ihr könnt gerne mit mir mein Schokohaus essen. Dankeschön. Oh, was für ein süßer Chupa Chups. Ich habe noch nie so einen kleinen gesehen. Und ich habe einen mittleren Chupa Chups. Mädels, schaut euch meinen mega großen Chupa Chups an. Nicht anfassen, er gehört mir. Alles klar. Mein Chupa Chups sieht lecker aus. Oh Mann, das war's auch schon. Wer ist jetzt dran? Ich bin dran. Weg mit der Verpackung und probieren. Mh, wie lecker. Rede keinen Unsinn. Ich mach mir noch meine Maniküre. Es ist fast nichts mehr übrig.
Lecker Schmecker. Ich bin fertig. Mike, du bist dran. Ja, na endlich. Zuerst nehme ich die Packung ab. Oh, wow. Mega groß. Marie, nein, das ist mein Chupa Chups. Ich werde ihn essen. Und ich weiß auch schon, wie ich das tun werde. Zuerst muss ich ihn kaputt machen. Mädels, wo wollt ihr denn hin? Okay. Gleich kommt doch das Beste. Draufschlagen. So ist gut. Und schon habe ich aus meinem Chupa Chups kleine Splitter gemacht. Probieren wir mal. Cool. Schmeckt das lecker. Oh, Mädels, schaut mal. Ich habe einen ganzen Haufen von diesen Splittern. Voll cool, nicht wahr? Mike, gibst du uns auch was? Let's go. Ja, okay, ihr könnt euch was nehmen. Ich habe noch viel. Wie lecker. Ja, ihr könnt es laut sagen. Ich liebe Lollis. Ich nehme mir noch mehr. Mann, wieso ist mein Oreo so klein? Das ist doch nicht genug. Ich habe einen mittleren Keks. Ich habe am meisten Glück gehabt. Ich habe einen mega großen Oreo-Keks. Und ein kleines Glas Milch. Na los, Mike, fang an. Oh, ihr könnt mich ja nur auslachen. Also, ich tunke meinen Keks in die Milch. Oh nein, ich habe ihn fallen lassen. Wie soll ich jetzt an den Keks wieder rankommen? Ich muss wohl die ganze Milch austrinken. Oh nein! Oh, Hilfe! Jetzt bin ich voller Milch. Igitt. Ah, da ist ja mein Keks. Jetzt bin ich dran. Zuerst möchte ich die Füllung essen. Oh Mann, ist das lecker. Und jetzt tauche ich meinen Keks in die Milch. Oh, schmeckt das lecker. Ich bin fertig, Marie, du bist dran. Hurra! Probieren wir mal. Aber mein Glas ist viel zu klein. Okay, ich nehme mir mein großes Oreo in die Hand und versuche es in die Milch zu tunken. Nein, das klappt nicht. Ich habe eine Idee. Ich kann doch die Milch einfach über meinen Keks gießen. So ist besser. Probieren wir mal. Oh, so schokoladig. Lecker Schmecker. Hier ist nur noch ein kleines Stückchen übrig. Super. Wir haben es geschafft. High five, Mädels. Ist das euer Ernst? So eine kleine Pizza? Oh, wow. Ich habe eine mittlere Pizza. Lecker. Fantastisch. Das ist die größte Pizza, die ich je gesehen habe. Ja, du hast wohl Pech gehabt. Dafür kann ich aber anfangen. Das schmeckt ja so lecker. Ich will sofort mehr davon. Lecker Schmecker. Ah, zu schade, dass ich nichts mehr habe. Mike, jetzt bist du dran. Okay. Ich nehme mir ein extra Pizzamesser. Und schneide eine Pizzaspirale aus. Schaut mal. So die Pizza zu essen, ist voll bequem. Wow, voll cool. Schmeckt mega lecker. Nice. Ich bin fertig. Marie, du bist dran. Also, womit soll ich anfangen? Ich hab's. Ich mach mir ein riesiges Pizzastück. Dafür lege ich alle Stücke übereinander. Oh, ganz schön schwer. Schmeckt das lecker. Oh, aber das Ding ist viel zu schwer. Ich bin müde. Mia? Denkst du dasselbe, was ich denke? Na los, Marie. Wir glauben an dich. Mach weiter. Du schaffst das. Komm schon. Los, kau weiter, kau weiter, kau weiter. Ja, 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 ich hab's fast geschafft. Come on. Und geschafft. Wir gratulieren dir. Dankeschön, Leute. Ohne euch hätte ich das nicht geschafft.